So, hi zusammen, willkommen zum neuen Video. Ich habe meinen AR-Ring Kelly komplett neu aufgebaut, wie man sieht. Der hat jetzt einen neuen Rumpf bekommen und die komplette Elektronik habe ich rübergezogen mit ein paar kleinen Optimierungen, wie zum Beispiel der ESC jetzt hier oben für bessere Kühlung und dafür ein schönes, sauberes Innenleben. Und ja, heute wollen wir einen kleinen Jungfernflug machen. Wetter ist gerade perfekt. Kein Lüftchen weht und die Chance will ich dann einfach mal gerade nutzen, wenn ich einmal hier bei meinen Eltern zu Besuch bin und den neuen Flieger eintunen und auch gleich mal einen kleinen Speedtest machen. Da winke ich gleich mal meinem Freund aus UK, Glenn Throat, ein bisschen zu, der mit seinem AR-Ring mit Rückenwind 231 km/h geschafft hat, mit dem gleichen Motor wie ich, RacerStar RB 2514 1500 kV. Und wir gucken mal, ob wir das jetzt mit dem neu aufgebauten AR-Ring, der aerodynamisch auch etwas optimiert wurde, mit dünneren Ringlets und sauberem Rumpf ohne große aerodynamische Störungen, ob wir da eventuell rankommen. Aber er muss natürlich auch noch einen fairen Flug machen, wo er natürlich Level fliegt und nicht im Sturzflug mit Rückenwind. Ja, jetzt warten wir noch kurz auf den GPS-Fix. Sobald er da ist, machen wir den kurzen Jungfernflug und trimmen das Ding erstmal noch, machen mal noch ein kurzes Autotune und schauen mal wieder, wie sich das macht. Wenn es mir nicht gefällt, nehme ich das Tuning dann wieder raus und mache wieder meine manuellen PIF-Werte rein. Das werden wir gleich sehen und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Und wie das halt immer so ist, habe ich natürlich vergessen, meine Onboard-Kamera anzuschalten und die GoPro-Sprachqualität in dem Standcase war unter aller Sau, deswegen kurz mal an der Stelle mit Nachvertonung. Ja, erstmal habe ich den Trim durchgeführt. Viele kennen das wahrscheinlich schon, machen einen Autotrim im Air-Mode oder im Angle-Mode. Ich habe diesmal eine komplett manuelle Variante gewählt, indem ich im Manual-Mode fliege und dann an der Fernsteuerung trimme. Muss man sehr vorsichtig sein damit. Man darf danach auf keinen Fall aus dem Manual-Mode wieder zurück in den Air-Mode schalten, solange man noch die Trims drin hat. Da das nämlich dafür sorgt, dass der Flieger natürlich permanent versucht zu rollen und zwar mit einer festgelegten Rate. Und wenn die Rates recht hoch eingestellt sind, kann das ganz schön daneben gehen. Was ich also an der Stelle einfach mache, ich schalte in den Manual Mode, trimme an der Fernsteuerung so, dass der Flieger möglichst gerade fliegt, dass das alles passt. Wenn das alles soweit in Ordnung ist und der Flieger fliegt geradeaus, rollt nicht mehr großartig zur Seite oder pitcht hoch und runter, dann einfach kurz den Autotrim aktivieren. Und ohne die Sticks zu bewegen und dann wird genau diese Stickposition als neuer Mittelwert behandelt. Dann natürlich darauf achten, dass sobald der Wert gespeichert ist, ist natürlich das Steuerinput nicht mehr mittig, sondern weicht entsprechend in die Gegenrichtung ab. Das heißt, der Flieger wird genau entgegengesetzt rollen zu dem, was er vorher gemacht hat. Und in dem Fall natürlich nach links und mit der Nase hoch ziehen. Ja, sobald das Ganze erledigt ist, dann einfach kurz zwischenlanden im manuellen Modus. Die Trims natürlich aus der Fernsteuerung wieder rausnehmen, kann man auch im Flug schon machen und kann dann auch einfach weiterfliegen. Aber natürlich sollte man dann immer den mechanischen Trim nochmal kontrollieren, dass das passt. Wenn die Trimmung zu stark abweicht, dann sollte man das Ganze mechanisch ein bisschen nachregeln und das Autotrim nochmal machen. Und das habe ich natürlich dann hier auch versucht. So, also wie sie gerade rausgestellt hat, die Abweichung nach dem Autotrim war nur sehr minimal. Ich habe Werte von 1530 und 1488. Also der Reflex, den ich jetzt hier brauchte, ist wirklich sehr, sehr gering. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt so lassen, werde nichts mechanisch anpassen. Das heißt, beim nächsten Flug werde ich jetzt ein Autotune machen und dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. Ja, durch die ganze Autotune-Session will ich euch jetzt nicht unbedingt durchquälen. Ich denke mal, das kennt jeder und weiß, wie es läuft. Ansonsten habe ich dazu auch bereits ein Video in der Vergangenheit schon mal gemacht. Das werde ich auch mal unten in der Beschreibung verlinken. Sei aber dazu noch mit erwähnt, dass ich Depp natürlich den typischen Fehler gemacht habe. Ich habe vergessen zu speichern und im nächsten Flug bin ich dann wieder mit den Standardwerten gefahren. Ja, und habe natürlich nicht viel von dem Autotune gehabt. Aber
Positiv anzumerken ist, diesmal hat Autotune ziemlich gut funktioniert. Der Flieger flog sehr, sehr gut danach, stabil. Dieses Wobble, was ihr jetzt hier seht, war auch so weit weg. Und er war nicht mal so locked in, wie ich das ganz gern hätte, aber flog trotzdem sehr stabil und smooth. Kein Schütteln, kein Wackeln. Das hat sehr gut gepasst. Nachdem das Tuning dann abgeschlossen war, was mir natürlich nicht viel gebracht hat, weil ich vergessen habe zu speichern, wie man hier im OSD sehen kann, habe ich dann auch direkt mal den Speedrun-Versuch gestartet. Da hat natürlich das Tuning jetzt nicht so viel Einfluss drauf. Und ohne allzu viel Zeit zu verlieren, mit einer kurzen Kurve, frischer Akku. Und zwar habe ich da meine GNB 2600 mAh. Lass mich nicht lügen, ich glaube 120C, naja, wie das halt so ist, mit der Werbung, in den Flieger eingebaut und direkt meinen Speedrun gemacht. Und wie ihr hört, er kreischt schon ordentlich vor sich hin. Kurze Peaks auf 42 Ampere, wenn er dann auf Speed kommt. Und zwar ist hier Top Speed 167 km/h im Levelflug. Ich habe versucht, möglichst die Höhe zu halten. Und Peak Ampere ist bei um die 42 Ampere rum. Und er pendelt sich dann irgendwann so bei 34, 35 Ampere ein, wenn er auf Tempo gekommen ist. Und wie ihr seht, beim zweiten Versuch merkte man dann auch, ich muss wirklich stark die Nase nach unten drücken, weil er ansonsten einfach versucht zu steigen. Das ist halt das Problem bei dem tragenden Flächenprofil, dass halt ein Teil der Energie, ein relativ großer Teil der Energie in den Auftrieb verwendet wird, was man natürlich dann entsprechend gegensteuern muss, indem man die Nase runterdrückt. So, nach den zwei Level Runs mit 167 km Höchstgeschwindigkeit habe ich es dann noch mit einem Dive versucht. Ich hätte ein bisschen höher gehen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch die 190 geknackt. Aber hier bei den beiden Dive Run Versuchen bin ich so bei 187, 188 km etwa gelandet. Am Ende im OSD steht dann auch der Spitzenwert. Man muss natürlich darauf achten, dass man hier den 3D-Speed aktiviert im OSD und nicht nur den Ground-Speed oder den GPS-Ground-Speed, damit er natürlich auch die Höhenänderung mit einbezieht und wirklich für die lineare Strecke, die man fliegt, die Geschwindigkeit anzeigt. So, jetzt habe ich eine kleine Modifikation gemacht nach dem ersten Versuch, bei dem er ungefähr 165 km/h geschafft hat. Ich habe jetzt hier die den Propellerbereich ein bisschen ausgeschnitten, sodass der Propeller etwas mehr Abstand zum Rumpf bekommt, vor allem an den Spitzen. Und dann schauen wir jetzt mal, wie das funktioniert. Was man jetzt nicht gesehen hat, ist, dass der rechte Winglet seine untere Hälfte verloren hat. Diese Standard-Sperrholz-Winglets von dem AR-Wing taugen echt überhaupt nichts. Die brechen so leicht ab. Der ist einfach bei einer normalen, ziemlich sanften Landung, auch wenn sie ein bisschen schneller war, einfach weggeknackst. Und ja, ich bin dann direkt auf den nächsten Speedrun gegangen. Und wie ich dann feststellen musste, hat das Ausschneiden von dem Propeller-Compartment performance-technisch überhaupt keinen Unterschied gemacht. Stromverbrauch ist ziemlich genau derselbe bei Full Throttle. 42 Ampere Peak pendelt sich ein bei ungefähr 35. Höchstgeschwindigkeit war jetzt 169. Ich glaube aber nicht, dass diese 2 km/h jetzt durch diesen Ausschnitt kommen. Jo, was ich stattdessen dann einfach probiert habe, mein Full Throttle Run. 30 Sekunden lang am Stück Vollgas. Ich wollte einfach mal sehen, ob der ESC und auch mein Akku da mithalten kann, bei den Ampere, die da gezogen werden, und auch ob der AR-Wing da mithält. Und hier sieht man dann auch wieder, dass das, oder hier ist mir dann auch aufgefallen, dass das Tuning nicht gespeichert wurde, weil er bei schnellen Rollen und Pitches immer noch ein bisschen überschießt. Und ja, da habe ich dann gemerkt, dass ich das Ganze dann nochmal anpassen muss. Aber ich bin auf alle Fälle schon mal sehr zufrieden mit dem Setup, auch mit dem Tempo. Kann man absolut nicht meckern. Ich werde mal bei Gelegenheit noch ein schauen, dass ich mein 6S Setup probiere und mir dafür natürlich noch einen anderen Propeller, einen etwas kleineren Propeller zulegen muss. Weil mit dem 7060 wird das auf 6S echt ein bisschen zu hart. Und der ESC selber ist zwar eigentlich nur ein 35 Ampere ESC, Peak ist er ausgelegt bis 45 Ampere, dieser DYS. Leider nicht mehr zu bekommen oder kaum noch zu bekommen, dadurch, dass DYS vom Markt verschwunden ist. Wirklich schade drum. Aber wie man sieht, der hält ohne Probleme mit. Ich bin auch nach den Landungen, habe ich natürlich auch mal angefasst, um zu sehen, wie die Temperaturen sind. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Dadurch, dass der jetzt auf der Oberseite vor dem Motor Canopy ist, kriegt der den kompletten Luftstrom vom Flieger und vom Propeller ab. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und da ich ja in der Regel nicht lange auf Vollgas fliege, weil das auch meine Batterien ordentlich belastet, ist das überhaupt kein Problem. Und ich denke mal, ich werde den ESC da drin lassen.
Und ja, den 85 oder 80 Ampere ESC, den ich jetzt frisch geliefert bekommen habe, der kommt dann in die Talon GT. An dieser Stelle übrigens noch ein großes Dankeschön an Arthur Henricks. Er hat mir nämlich geholfen, das Intro-Video zu schneiden mit einer anderen Software, die ein bisschen mehr kann als ich. Und ihm gehört der Online-Shop Deathrings RC. Dort könnt ihr komplett handgefertigte FPV-Wings bestellen aus Holland. Die werden in ganz Europa verkauft. Und schaut euch das auf jeden Fall mal an. Er hat richtig coole Sachen, unter anderem einen Spec-Ring mit 920 mm Spannweite, aber auch kleinere und aktuell den großen 1,20 m Ornith in Entwicklung. Und da bin ich auch mal gespannt. Da werde ich mir auf jeden Fall auch mal noch einen zulegen. Aber an der Stelle auf jeden Fall ein ganz großes Danke für die Hilfe bei dem neuen Intro, was in Zukunft auf meine Videos mit reinkommt. An der Stelle werde ich mich dann auch erstmal ausklinken und lasse das Video noch ein bisschen laufen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen. Lasst doch gerne ein Abo da. Ich freue mich, wenn immer wieder mal bekannte Gesichter vorbeischauen. Und ich hoffe, dass euch auch zukünftige Videos dann entsprechend ein bisschen was beibringen oder euch einfach nur nett unterhalten. Bis dann, ciao! Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Just like a spark that's breaking out, can't make a start.